Er konzentriert sich eigentlich auf die Darstellung von Fakten. Erst einmal der Titel Gift Horse. Der geschenkte Gaul ist natürlich eine Metapher für etwas, was man sozusagen nicht kritisieren oder überprüfen sollte. Interessant ist, das wusste ich auch nicht, dass es dieses geflügelte Wort vom geschenkten Gaul in sehr, sehr vielen Sprachen gibt. Auf der Schleife wird übertragen die aktuelle Entwicklung der börsennotierten DAX-Unternehmen, so wie sie sich eben im Laufe des Handels ständig eben bewegen und verändern. Ich war eingeladen worden, mich an dem Wettbewerb sozusagen zu beteiligen und habe mich dann, wie ich das in meisten Fällen, wenn ich was mache, tue, mit dem Ort etwas näher bekannt gemacht. Das Projekt der Forst Plint, so heißt es, wurde 1999 von der City of London ins Leben gerufen, weil es eben am Trafalgar Square diese vier Sockel gibt an den Ecken des Platzes. Von denen sind drei besetzt mit Reiterstandbildern ehemaliger Könige und der vierte Sockel ist eben frei geblieben. Ich habe mir vorgestellt, und das ist dann auch erstaunlicherweise verwirklicht worden, dass auf dem Sockel in derselben Größe wie die Pferde in der Umgebung auch das Pferd, auf dem der George IV sitzt. Ein Pferd ist aber kein volles Pferd, sondern ein Pferdeskelett. Dann dachte ich auch, wenn man so ein sich bewegendes Pferd da anspielen möchte, dass das auch die Gelegenheit gibt, da ein Geschenkband anzubinden. Das wäre bei einem senkrecht auf dem Boden stehenden Bein nicht möglich gewesen. Das bot sich also so an. Vom Trafalgar Square, wenn ich gefragt wurde, wie groß ist denn das Pferd? Da habe ich gesagt, na ja, es ist so groß wie ein Pferd. Und erst als es hier reinkam, habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja, es ist tatsächlich also in seinen gesamten Dimensionen doppelt lebensgroß sozusagen. Aber das zeigt diese verschiedenen Kontexte, wie sehr sie auch die Wahrnehmung so eines Objektes absolut verändern können. In Worte zu fassen, das ist nicht so einfach. Das Wirtschaftliche, das Politische, aber auch die Anspielungen in der Geschichte, in Wortbildungen, Sprichwörtern, das, was unser Leben bestimmt, mit dem wir aufwachsen und mit dem wir irgendwie zurechtkommen, all das kommt zusammen.